Aber Dicker, in Tegel gab's immer Schlägerei beim Fußball. Immer Schlägerei, immer. Hey, Köln, ich bin die Araber am Set. Mann, ich mach das nur, weil Araber nicht schmeckt. Was sagst du mein Danga? Sexy. Sexy, Alter. Gute Danga? Ja, Mann. Der arme Putin, Alter, du schlitzt dein ganzes Gesicht auf, Digga. Ja, Alter, oder? Alter. Guck mal, ich hab vor einer Woche habe ich sogar noch mein Gitter sauber gemacht, weil es mich angekotzt hat. Nicht nur mein Gitter auch. Ja, normal, diese Ansagen immer, weißt du? Die Pistole passt genau. Putin hat ein neues Zuhause gefunden. Du machst noch raus, Bruder. Ja, Bruder, ciao. Ja, hey, Bilanz schreibt gerade das Fenster. Habt ihr gegen Ameisen gespielt? Schenkst du mir Putin? Lass hier, ich hebe ihn an mir auf. Ich krieg's schon gar nicht mehr ab, Digga. Doch, das ist mit Tesa. Ja, wenn du es abkriegst, ja. Wenn du es abkriegst, dann... Putin, essen! Ja, aber auf jeden Fall... Aber es wird höchstwahrscheinlich, wenn du es versuchst abzumachen, wird es wahrscheinlich reißen. Ich habe es zwar komplett laminiert, weißt du, mit Tesafilm, aber es wird wahrscheinlich... musst du sehr vorsichtig sein. Musst du den filmen heute. Musst du sehr vorsichtig mit Messer drunter. Mit Messer drunter, weißt du, erstmal das Klebedings lösen und dann... Aber die Gefahr, dass es reißt, ist sehr, sehr hoch. Ja. Was machst du? Willst du sie nehmen? Ja. Der Glas ist hier. Nein, Köln, ich bin die Araber am Set. Mann, ich mach das nur, weil Araber nicht schmeckt. Was sagst du mein Danga? Sexy. Sexy, Alter. Gute Danga? Ja, Mann. Bisschen enger, Mann. Ja, das ist doch Danga. Für Telefon. Für Telefonbunker. Okay, Hauptstadt, Bruder. Oh, alles in Wäsche. Für Telefonbunker. Für Telefonbunker ist auf jeden Fall. Vorsichtig jetzt, Daniel. Jetzt auf die letzten paar, Dings keinen Fehler machen. Lieber nochmal drüber gehen. Jetzt Geduld, Geduld. Auf die letzten paar Sekunden. Wenn du jetzt Fehler machst, Dicker, und das verkackst, dann ist Feierabend. Der arme Putin, Alter, du schlitzt dein ganzes Gesicht auf, Digga. Wei, 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 wei. Sag mal her, hast du das gut hingekriegt? Ja, ich hab das schon richtig hingekriegt. Guck mal, wie laminiert das ist, guck mal wie. Jetzt musst du noch richtig drauf schneiden, magisch. Gas, Digga, genau, jetzt musst du noch mit Schere gerade schneiden, richtig? Ja. Danke, ja. Markus wollte doch was essen. Gut, Junge. Ja, Alter, oder? Schinker, Alter. Wie lange hast du das in dieser Zelle? In der Zelle nicht lange, eineinhalb Jahre. Ein Jahr, eineinhalb Jahre. Das ist gut gemacht, wenigstens. Derjenige, der seine Zelle bekommt und nickt, weil die sauber ist. Und der hat eine Zelle rein, die Penner sind hier, das ist voll gekackt. Man ist auch dankbar, wenn man in so eine Zelle reinkommt. Weißt du? Ich weiß ja selber, ich bin auch oft in Zellen reingekommen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, Kernsanierung erstmal. Von oben bis unten alles sauber machen und so, du ekelst dich. Bei mir, die werden sehen, wenn die reinkommen, okay, hier hat jemand gelebt, der sauber gemacht hat und so. Weißt du, was ich meine? Meine Fenster, guck mal, ich habe vor einer Woche habe ich sogar noch mein Gitter sauber gemacht, weil es mich angekotzt hat. Nicht nur mein Gitter, auch Dings. Auch Dings. Ich dachte, Haftschaden. Vor einer Woche. Ich habe einfach diese Dings sauber gemacht. Wie nennt man das? Fensterbank. Ja, die Fensterbank außen. Ich weiß noch, dein Video, die. Guck dir die Scheißzelle an. Ja, ja, aus zwei. Aus zwei, ja. Aus zwei. Ja, weil da hatte ich keine Dings, da hatte ich keine Sachen. Aber ich habe ja. Aber hast du meine Zelle im Haus 5 gesehen? Im Haus 5, Dicker, die da im Hotel. Also was machst du mit der Wasserkoffer, Dicker? Sinan kriegt Sinan, alles. Ich habe Sinan schon vor Monaten gesagt, dass er alles kriegt. Er hat Pistole, Alter. Ja, normal, diese Ansagen immer, weißt du? Die Pistole passt genau. Ich bringe sogar zu mir, ich komme. Ja, Dicker, ich muss sowieso essen, ich mache nicht, ich habe sowieso jetzt. 20 Minuten, 1 Stunde. Ja, ja, ja. Glaub nicht. Ich hab 10 Jahre. Ja, 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 ja. Putin hat ein neues Zuhause gefunden. Ach, Putin, ach. Ach, Putin, ach. Warum gehe ich mit meinen Maschen jetzt hier rein, ja? Schön Dings, ja. Ach ja. Noch 25 Minuten Aufschluss, mein letzter Aufschluss. Hm.
Okay. Ja, bei dir? Ja, wie geht's? Wolle, wie gehst du zu heute? Scheiße. Gangster, Verbrecher, muss zu sein. Ja. Reicht's. Gehst du morgen raus, Bruder? Ja, Bruder, schau mal. Ja, so, ein letztes Mal kochen im Knast. Also scheiße, ich muss ja jetzt viel. Fuck you, Alter. Käse. So. Arbeiten, Amazon! Danke, Schlüssel, ja? Danke, schön. Das Fenster. Habt ihr gegen Ameisen gespielt? Ja, aber noch von mir gesprochen. Er ist auch ein Papagei, Roma, du bist ein Papagei. Ja. Amazon. Aber jetzt mal ehrlich, 20-1 hört sich an wie ein Basketballergebnis und nicht wie ein Fußballspiel. Haben die Basketball gespielt oder Fußball? Fußball, ne? Ja, okay. Noch nie gehört sowas. Noch nie gehört. Vielleicht haben die gegen Behindertenwerkstatt gespielt. Aber Tommy, das war doch mit Abbas und hatten wir doch auch zu tun mit Hafis, Abbas, Ja, aber dicker in Tegel gab es immer Schlägerei beim Fußball. Immer Schlägerei, immer. Timo hat immer rumgeschrien wie Franz Beckenbauer. Ne? Mit dem zu spielen, Dicker, macht keinen Spaß, ja? Er verkackt selber die ganze Zeit den Ball, weißt du, aber schreit die anderen an. Wie Trapattoni, ja? Giovanni. Giovanni Trapattoni. Wissen Sie jetzt auch was? Bitte? Ja, Gummo.